Und somit kommen wir zum Main Event, zum Hauptkampf, zum Tierkampf des heutigen Abends. Es kommt als erster zum Ring. Mit 1,85 Größe und 102 Kilogramm aus Brandenburg, Master Peace Marcellus. Tja, wie Mirko gerade angekündigt hat, Masterpiece Marcellus, einer der beiden Kontrahenten. Masterpiece Marcellus hat sich am 11. September bei der letzten Veranstaltung der Mad Wrestling Association sich die Chance verdient auf den Titel. Wir hatten dort ein Number One Contender Match, ein Kampf um den Herausforderer Nummer 1 um die Titelchance, das Masterpiece Marcellus für sich entscheiden konnte. Ja, und somit bekommt er heute die Chance und darf heute hier um den Titel kämpfen. Ja, eigentlich wollte er gegen Michael Leonard, mit der ist er leider verletzt. Der Titel wurde vakantiert am Anfang der Veranstaltung. Masterpiece Marcellus wollte den Titel so dann haben von Mirko. Haben wir alles am Anfang der Show gesehen. Ich muss es aber noch einmal zusammenfassen. Jetzt muss er dennoch um den Titel antreten. Masterpiece Marcellus wird begleitet von Forward. Es geht um den MWA International Title, um die internationale Meisterschaft der MWA, den wichtigsten Gürtel im internationalen Geschehen. Tja, und absolut siegessicher kommt hier Masterpiece Marcellus in den Ring, wie immer begleitet von seinem Manager und Freund Forward. Und wenn man hier den Gesichtsausdruck von Masterpiece interpretieren möchte, würde man fast denken, oder könnte man fast glauben, dass er sich so denkt, was soll das alles hier, gib mir den Titel einfach so, weil ich gewinne sowieso. Ich bin absolut gespannt auf diesen Kampf. Masterpiece Marcellus hat nicht ohne Grund das Number One Contender Match bekommen und auch gewonnen. Ja, dieser Mann ist ein absoluter Ausnahmekämpfer, hat sich über Jahre verbessert. Aber wie man sieht, er schert sich nicht um das Publikum. Und er ist so selbstbewusst und teilweise auch so arrogant, dass er sicherlich kein Problem damit hat, auch mal seinen Begleiter Forward zu nutzen, um zu dem zu kommen, was er will, nämlich das große Gold. Aber sein Gegner ist jemand, der ein so großes internationales Resümee vorzuweisen hat, dass dieser Kampf ein absolutes Highlight und Feuerwerk werden muss. Unser Gegner. Ja, Leon van Gasteren, wie wir am Anfang schon gesehen haben, der Gegner von Masterpiece Marcellus, Leon van Gasteren aus den Niederlanden, wie du ihn schon angedeutet hast, eigentlich ein hochdekorierter Kämpfer, international betrachtet und somit ein würdiger Vertreter oder Ersatz von Michael Knight. Ich würde sich Vertreter oder Ersatz nennen, sondern Leon van Gasteren ist jemand, der allein aufgrund seiner großen Erfahrung im internationalen Bereich diesen Kampf verdient hat. Es gibt keinen würdigen Ersatz für jemanden wie Michael Knight. Michael Knight ist ein absolutes Ausnahmetalent, das durch eine Verletzung gestoppt worden ist. Und Leon van Gasteren kommt hier in die Halle, wird frenetisch gefeiert hier vom Publikum, wird begeistert aufgenommen. Leon van Gasteren ist genau dasselbe. Er ist auch ein absolutes Ausnahmetalent. Hat genauso wie Michael Knight seine eigene Art zu wrestlen. Sein eigenes Rennen wird frenetisch gefeiert von den Zuschauern. Klatscht auch mit diesem ab. Das ist eben der Unterschied. Der faire Sportmann Leon van Gasteren, der auch den Zuschauern seine Leistung liefern will und zeigen will, dass er es drauf hat und dass er auch die Zuschauer unterhalten will. Auf der anderen Seite jemand wie Masterpiece Marcellus, dem die Zuschauer total egal sind, der eigentlich nur seinen eigenen Erfolg sehen will, der niemand unterhalten will, außer sich selber. Ja, und Leon van Gasteren hier anscheinend von der ersten Minute an ihr absoluter Publikumsliebling, bekommt ordentlich Vorschusslorbeeren hier vom Publikum und wird hier gefeiert. Ja.
ja, wird auf jeden Fall ein spannender Kampf. Dessen bin ich auch absolut überzeugt. Zwei herausragende Kämpfer hier, die um den Titel ankämpfen, die der Ringrichter hier nochmal in die Höhe streckt. Das ist Objekt der Begierde von beiden Kontinenten. Dann werden wir mal schauen, wer am Ende dieses Kampfes, am Ende dieses Abends als neuer Champion die Halle verlassen wird. Denn dass es einen neuen Champion geben wird, das ist schon mal sicher. Das ist seit Anbeginn der Show sicher. Und ich kann keine Voraussicht treffen. Ich weiß nicht, wer von diesen beiden der bessere ist. Das ist ein Kampf, mit dem ich vorher nicht gerechnet habe, auf den ich den ganzen Abend hingefiebert habe. Und jetzt fragt Ringer, ob beide bereit sind. Sie sind bereit und jetzt geht's los. Ja, jetzt kommen wir hier zum Titelkampf des heutigen Abends hier. Masterpiece Marcellus gegen Leon van Gasteren. Das Publikum absolut auf der Seite hier von Leon van Gasteren, oder? Ja, ganz deutlich. Ja, dazu hat Masterpiece Marcellus sich in der Vergangenheit der MWA schon viel zu viel geleistet. Ja, und Leon van Gasteren das erste Mal hier und trotzdem oder gerade statt gerade wegen dem absoluter Publikumsliebling. So, dann geht's hier jetzt auch los. Locker Versuch von Leon von Gasteren, aber gleich Masterpiece mit dem Race Lock. Leon befreit sich mit seinem eigenen Race Lock. Schöner Side Takedown. Der Front Face Headlock. Snapmare und gleich der Shinlock hinterher. Das nenne ich schnelle technische Aktion. Das ist das, was ich erwartet habe von diesen beiden Männern. Ja, und Masterpiece anscheinend doch überrascht hier von den schnellen Aktionen von Leon von Gasteren. Rettet sich aber nochmal ein Seil. Schaut nochmal rüber zu Leon von Gasteren. Also da war ein überraschender Gesichtsausdruck hier von Masterpiece. Damit hat er wohl doch nicht gerechnet. Was mag Masterpiece jetzt denken? Mensch, ich muss mir einen anderen Plan zurechtlegen. Ah. Mit dem Armlock. Da geht es in die Brücke für Leon von Gasteren. Und da kämpft er sich hoch. Schön. Ja, schöner Konter hier von Leon von Gasteren gegen Masterpiece Marcellus. Der jetzt erstmal den Ring verlässt. Ja, da scheint sich jetzt tatsächlich Gedanken darüber zu machen. Oder auch nicht Gedanken darüber zu machen, wie er diesen Kampf gewinnen wird, weil er diskutiert hier mit dem Publikum. Und man, sowas macht man nicht im Titelkampf. Der sollte sich lieber konzentrieren. Konzentration ist hier wichtig. Jetzt wird er angezählt. Er verlangt, dass Leon von Gasteren vom Seil wegkommt, damit er wieder in den Ring steigen kann. Ja, und dieser Mann ist natürlich ein fairer Sportsmann und tut das. Selbst wenn jemand wie Masterpiece jetzt der Lockup im Ansatz zum... Ja, da ist der Wristlock von Masterpiece Marcellus. Rolle von Leon. Kopfstand. Und da kommt der eigene Wristlock. So kontert man natürlich perfekt das Ganze aus. Der Armringer. Der zweite. Der dritte. Ja, und Masterpiece rettet sich wieder ins Seil hier. Ja, und Leon sagt schon hier, oh Mann, was soll das denn? Wir wollen ja gucken, wer der Stärkere ist. Und Masterpiece rettet sich immer wieder ins Seil, um die Aktion von Leon von Gasteren zu unterbrechen. Ja, ich würde es doch nicht mal retten, ich würde es eher flüchten nennen. Man sieht ganz deutlich, dass Leon von Gasteren in dieser technischen Phase ein bisschen mehr zeigen kann als Masterpiece Marcellus, der technisch natürlich auch begabt ist, aber mehr auf die brutale Art und Weise, so wie hier. Beinfeger und dann sofort auf das Bein gehen. Das ist das, was ich meine. Haltegriff gegen's linke Bein mit dem Druck aufs Knie, um da natürlich das Knie von Leon von Gasteren zu schwächen. Der stößt ihn mit dem rechten Fuß weg und Masterpiece verlässt wieder den Ring. Und ja, setzt sich hier ins Publikum und macht Pause, oder wie sollen wir das jetzt verstehen? Ja, ich glaube, er versucht sowas wie ein Schlachtpaar nochmal neu zu überdenken.
Er hätte, denke ich mal, nach der Absage von Michael Knight am Anfang schon nicht damit gerechnet, dass er sich heute noch so anstrengen muss. Ja, kleinen Nachteil hat Masterpiece natürlich dadurch, weil Masterpiece hat sich sicherlich über Wochen auf diesen Kampf vorbereitet gegen Michael Knight, hat dessen Kämpfe studiert, dessen Technik studiert. Ja, und hat jetzt plötzlich natürlich einen ganz anderen Gegner hier vor der Nase. Ja, man merkt es ja gleich, die Armringer sitzen perfekt. Oh, jetzt Andy Bröcke, wunderschöner Hammerlock dort von Leon van Gasteren. Ja, und Masterpiece rettet sich wieder ins Seil. Und der Elbow Drop hinterher. Ja, auf den Rücken von Masterpiece und ja, der verlässt den Ring. Leon van Gasteren wirkt so ein bisschen angefressen, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, der ist hier zum Kämpfen und Masterpiece verlässt hier ständig den Ring. Kann natürlich auch ein bisschen Taktik von Masterpiece sein, um halt so ein bisschen den Rhythmus von Leon van Gasteren ja, aus dem Takt zu bringen. Hier eine illegale Augenkratzer und die Clothesline von Masterpiece Marcellus. Ja, das mit dem Takt scheint wirklich richtig gewesen zu sein. Und jetzt der Body Slam und der Elbow Drop hinterher. Zweiter Elbow Drop hinterher. Kommt noch ein dritter? Nee. Nein, der tritt gegen die Brust. Ja, der Augenkratzer, der hat natürlich Leon van Gasteren absolut ein fairer Sportsmann. Damit hat er absolut nicht gerechnet, das hat ihn total aus dem Konzept gebracht. Jetzt hat Masterpiece nämlich genau das, was ich meinte. Brutaler und hinterrückser Schläger. Mit Bürgeraktion versehen, jetzt geht's ins unterste Seil. Ja, wieder illegale Aktion hier gegen Leon van Gasteren. Raubt natürlich hier die Luft, der Ringrichter zählt ihn an. Masterpiece lenkt hier den Ringrichter ab und vor. Harter mit einem Leg Drop in den Nacken. Leon van Gasteren liegt auf dem Seil natürlich gut vorwärts. Schau ihn an, wiegt vielleicht 60 Kilogramm. Aber dennoch hinterrückste Attacke, hinter dem Rücken des Ringes, das ist illegal. Normalerweise sofortiger Kampfanbruch für Titelgewinn für Leon van Gasteren, aber der Ringrichter sieht es natürlich nicht. Ha, Haltegriff hier von Masterpiece gegen Leon van Gasteren. Oh, das raubt ganz schön die Luft hier. Ja, jetzt versucht er natürlich die Luft zu rauben. Ja, Forward feuert hier Masterpiece an. Da immer noch der Haltegriff hier. Aber Leon van Gasteren zeigt ihm mit dem Finger. Nee, ich bin hier noch nicht fertig. Oh, schöne Konteraktion hier. Oh, wie er sich da befreit. Das ist das, was ich meine. Diese Technik, diese unglaubliche Technik mit dem Kopfstand kommt er da raus. Dann mit dem Ellbogen in den Nacken. Aber da rennt er gleich in die Clothesline von Masterpiece Marcellus. Ja, Masterpiece auch schon ziemlich kraftzehrend. Oder jedenfalls ein bisschen angeschlagen. Hing hier so ein bisschen in den Seilen eben. Jetzt kriegt hier Forward die Anweisung von Masterpiece. Er soll den Ringrichter ablenken. Was hat er denn vor hier? Oh, das ist auch seine. Ja, das ist die Paradeaktion im Boden sozusagen. Ja, absolut illegal, nicht erlaubt. Aber absolut effektiv, wie man hier sieht. Forward verhöhnt hier jetzt hier Leon van Gasteren. Der Ringrichter zählt auch an, aber ist Nummer 1, dann ist Leon wieder im Ring. Jetzt gibt es den Rip von Masterpiece und der Back Elbow. Und Leon van Gasteren muss wieder zu Boden. Oh, das ist doch kein ernsthaftes Cover hier, aber es macht Masterpiece immer wieder. Fast bei jedem seiner Kämpfe so ein Cover. Das hat noch nie zum Sieg geführt. Jetzt der Headlock von Marcus Marcellus. Der will natürlich Leon van Gasteren wieder die Kraft rauben. Wippen hier. Und der Schulterblock. Ja, dieser Leckschulter von Leon. Schöner Dropkick hier von Leon van Gasteren. Punktgenau an die Brust hier von Masterpiece Marcellus. Leon van Gasteren feuert sich hier an. Rennt aber in den Slingshot.
den Flapjack Slingshot von Masterpiece Marcellus. Ja, mit dem Hals genau aufs Ringseil. Cover 1, 2, ja. Aber nur bis 2. Ja, sind schon harte Aktionen, ja, die Masterpiece ansetzt gegen Leon van Gasteren. Aber umgekehrt genauso, Leon van Gasteren hat bisher auch genauso harte Aktionen hier gegen Masterpiece angesetzt. Masterpiece jetzt hier in der Ringecke mit Vorarms gegen Leon van Gasteren. Clothesline in der Ringecke für Leon van Gasteren. Verhöhnt Masterpiece Marcellus das Publikum und Leon. Leon van Gasteren sichtlich angeschlagen hier. Wieder illegale Aktion hier von Leon van Gasteren. Wirkt hier mit dem Seil. Der Ringrichter zählt an. Eine illegale Aktion von Masterpiece Marcellus natürlich an Leon van Gasteren. Ein fairer Sportsmann wie Leon van Gasteren würde kein illegales Choking machen. Ja, jetzt Masterpiece Marcellus schmeißt Leon van Gasteren aus dem Ring heraus. Lenkt den Ringrichter ab. Mit was soll dem ich Ringrichter schon wieder kommen? Oh, Forge wirkt hier Masterpiece, wirkt hier Leon van Gasteren. Leon van Gasteren kriegt hier keine Luft. Wo ist der Ringrichter? Was macht denn der Ringrichter hier? Wird von Masterpiece Marcellus abgelenkt. Leon van Gasteren hat hier keine Luft mehr zum Atmen, hätte man beinahe sagen können. Und all das hinter dem Rücken des Ringrichters. Masterpiece Marcellus hat den Ringrichter abgelenkt. Das sind wirklich unschöne Szenen hier, die wir sehen müssen. Das ist natürlich ein Vorteil jetzt für Masterpiece Marcellus. Das hätte der Ringrichter sehen müssen, wobei der natürlich abgelenkt wurde hier von Masterpiece. Ein ausgeklügelter Plan hier. Und sowas in einem Titelkampf, sowas gehört jetzt wirklich nicht hinein. Aber das ist das, was ich meine. Masterpiece Marcellus und Forward, die sind ein eingespieltes Team. Der brutale Schläger aus Brandenburg und sein Hip-Hop-Manager jetzt der Sideflam. 1-2, aber nur bis 2. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann ein zweites Mal. Und es geht wieder ins Seil. Wie das heißt, wenn man sagt, weil Leon mit Headsister, schöne Swinging Headsister. Jetzt geht es aus dem Ring für Masterpiece Marcellus. Ja, der war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Hat damit überhaupt nicht gerechnet hier, dass Ford unterstützt ihn. Leon von Gasteren steigt auf Stock. Und was wird das? Oh, schöner Crossbody von Leon von Gasteren. Aus dem Ring hinausgesprungen. Das sind auch 3-4 Meter, die er da gesprungen ist. Absolute Aktion hier von Leon von Gasteren. Masterpiece sichtlich benommen hier. Noch ein Uppercut hier hinterhergesetzt. Schmeißt ihn in den Ring zurück. Klettert. Doch jetzt die absolute Titelchance. Er muss jetzt schnell ran. Er muss weitergehen, weitergehen. Uppercut von Leon von Gasteren. Ab in die Ringecke. Schläge in den Magen. Er muss jetzt zwei, drei harte Aktionen setzen, damit er den Titel gewinnen kann. Masterpiece ist jetzt genau richtig angeschlagen. Er kontert jetzt Masterpiece. Leon weicht aus. Sehr schön. Aufs oberste Seil hier. Leon von Gasteren. Schöne Flying Clothesline. Das Cover. Zwei. Das hat noch nicht ganz gereicht. Also das waren aber auch schon herrliche Aktionen hier von Leon von Gasteren. Nochmal Whip in. Schöner Halo Neckbreaker. Und das Cover. 1-2. Ja, immer noch nicht. Das hat immer noch nicht gereicht. Jetzt muss der Leon Cutter folgen. Er muss einfach folgen. Holt sich die Unterstützung des Publikums hier. Whip ins Seil. Oh, schöner Vorarm. Bulldog von Leon von Gasteren. Ja, und das muss es jetzt wirklich gewesen sein. Aber kommt kein Cover, er steigt wieder aufs oberste Seil hier. Ah, was natürlich ein Fehler war. Masterpiece schubst hier den Ringrichter in die Seile. Dadurch fällt Leon unschön aufs oberste Seil, was natürlich auch sehr schmerzhaft ist. Masterpiece Marcellus ist da, setzt den Superplex an. Und der Superplex sitzt. Was für ein krachender Superplex. Jetzt liegen beide am Boden. Ja, beide sichtlich angeschlagen hier. Der Ringrichter zählt an. Nein, Cover. 1-2. Ah, aber nur also zwei. Da hat Leon Glück gehabt, dass Masterpiece nicht mehr so viel Kraft hatte. Zweites Cover. 1-2.
Na, da hat Leon sich aber auch schon ein bisschen wieder erholt. Wieder nur bis zwei. Nicht den Moment der Bewusstlosigkeit ausgenutzt von Masterpiece Marcellus. Jetzt holt sich Leon von gestern wieder das Publikum. Es geht im Seil. Rip von Masterpiece. Samoran Drop. Und das Cover. Eins, zwei. Das war eine Schlacht dieser beiden Konkurrenten. Das geht hin und her. Jeder hat jetzt die Chance, den Titel zu gewinnen. Das ist unglaublich. Nach Vorwart wieder hier. Greift wieder ein. Hält Leon von Gasteren fest. Oh, der kann sich aber wegdrehen hier. Aktion. Vorwart kracht ins Publikum. Backcracker von Leon von Gasteren. Das muss es auch jetzt gewesen sein hier. Leon von Gasteren steigt. Tim Sucksdorf. Was? Der lenkt den Ringrichter ab. Was macht der? Frontflush im Ring von Leon von Gasteren. Tim Sucksdorf lenkt den Ringrichter ab. Das Cover ist da. Der Ringrichter kann nicht zählen, weil er abgelenkt wird von Tim Sucksdorf. Warum ist der? Was hat Rain mit diesem Kampf zu tun? Vorwärts hat er die Kette um die Faust gewickelt. Schlägt gegen Leon von Gasteren. Sit-down Spinebuster von Masterpiece. Das Cover. Eins, zwei, drei. Oh, das sind doch... unschöne Aktion hier, das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Tim Sucksdorf lenkt hier den Ringrichter ab, währenddessen schlägt Forward, der die Kette um seine Faust gewickelt hat, gegen Leon von Gasteren. Oh, und jetzt wird hier noch nachgetreten, das, ja, kann das doch wirklich nicht sein. Das heißt, der neue internationale Champion der MPA ist Masterpiece Marcellus. Ja, das scheint ihn halt nicht zu genügen. Hier, wo sind die Offiziellen? Da müssen die Offiziellen noch eingreifen. Da muss doch was geschehen. Das darf wirklich nicht sein hier. Das darf wirklich nicht sein. So unschön muss wirklich kein Titelkampf enden hier. Was soll da jetzt, was? Leon strampelt da. Leon Cutter für Forward. Und dasselbe nochmal für Masterpiece Marcellus. Das ist das Statement. Leon von Gasteren kommt hier zurück. Leider ist der Kampf schon vorbei, aber er hat hier nochmal gezeigt, dass er auf jeden Fall hätte gewinnen können, wenn man dann auch einen fairen Kampf hat. Und vielleicht wollte er damit auch noch zeigen, Mensch, pass auf, du bist lange nicht der Bessere hier von uns beiden. Ein unschönes Ende für diesen hochklassigen Kampf. Aber Leon von Gasteren hat ganz deutlich gezeigt, Ja, und das Publikum zeigt ja auch nochmal, wen sie eigentlich als Champion hätten sehen wollen. Leon von Gasteren hat ganz deutlich gezeigt, ich bin auch ein würdiger Mann für den Gürtel. Und das waren so viele Ereignisse. Tim Sucksdorf kommt raus, lenkt den Ringrichter ab. Forward kommt mit der Kette, dann der Sit-Down Spinebuster von Masterpiece Marcellus. Das führt zum Three-Count. Das heißt, Masterpiece hat gewonnen. Danach aber die Attacke in die Hinterrücke von Forward und Masterpiece, dann die Cutter gegen die beiden. Leon von Gasteren lässt sich hier feiern, verdientermaßen. Das war eine absolut großartige Leistung in seinem ersten Kampf bei der Mad Wrestling Association. Und ich bin sicher, dieser Mann wird nicht das letzte Mal in Lübeck gewesen sein. Ja, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, das war eine hervorragende Leistung hier von Leon von Gasteren. Leider unglücklicherweise nicht gewonnen. Das Publikum steht auf der Seite hier von Leon von Gasteren. Und auch ich bin mir ganz sicher, dass er halt nicht das letzte Mal in Lübeck war. Die Mad Wrestling Association, die Offiziellen der Mad Wrestling Association, werden sicher Leon von Gasteren wiederholen. Und hier am Boden, ja, der neue internationale Champion der Mad Wrestling Association, Masterpiece Marcellus. Also er hat sich seine Arbeitsabend bestimmt auch ein klein bisschen anders vorgestellt, aber er hat das erreicht, was er auch am Anfang der Show wollte. Er hat das Gold. Ja, weiß er das überhaupt jetzt schon noch? Oder weiß er es noch? Weiß er es schon? Ich glaube nicht, dass er es weiß, oder? Nachdem Cutter gegen Forward auf Forward scheint sich zu erinnern. Genau. Er will den Titel haben hier. Ja, und jetzt sieht Masterpiece Marcellus, kann es wohl auch nicht so richtig glauben. Ist da ein Funken Freude in seinem Gesicht? Er hat seinen langen oder den lang ersehnten Titel, trägt er jetzt in den Händen, hält ihn hoch. Ja, und das ist natürlich ein unschöner Finger hier von Forward. Meine Damen und Herren, der neue internationale MWA Champion, Masterpiece Marcellus. Ja, aber was Masterpiece vielleicht in dieser Situation nicht weiß: am 29. Januar wartet jemand auf ihn. Und wer wird das sein, Frank? Das wird sein Michael Knight,
Aber ich denke mal, er wird nicht nur am 29. Januar auf ihn warten. Er wartet jetzt schon auf ihn und wartet auf den 29. Januar, um seinen Titel wieder in Händen zu halten. Ich kann mir vorstellen, das wird ein herausragender Kampf hier. Michael Knight gegen Masterpiece Marcellus um den internationalen NBA-Champion. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns, verabschiede ich mich. Ich bin Frank Neumann. Mein Name ist Thorsten Simon. Wir sehen uns wieder am 29. Januar im Sportzentrum Herrendamm in Lübeck. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Tschüss!